Kommen wir zurück zum entscheidenden Spiel, vorentscheidenden Spiel, für den, um den Aufstieg, sag ich mal, nur offen zu halten. Heute den Tabellendritten, sag ich mal, nach Hause geschickt und jetzt nur noch ein Zweikampf? Ja, klar, ging ja auch drum. Ne? Ich denke, vor dem Spiel war ja für jeden klar, dass dieses Spiel hier ein Finale ist. Und nur die Mannschaft, die gewinnt, eigentlich noch kleine Hoffnungen haben kann. Ne? Liechtenstein hat jetzt nach dem Spiel mal kurz drauf geguckt, hat auch gewonnen. So, dass es 5 Punkte bleiben, es sind 5 Spiele. Mit einer Niederlage sieht es natürlich anders aus. Dann wäre der Zug eigentlich abgefahren, da brauchen wir uns nichts vormachen. Jetzt ist aber die kleine Hoffnung da. Jetzt sind wir die Mannschaft, die noch dran bleibt. Und ja, wir müssen weiter versuchen, Spiele zu gewinnen. Erstmal auf uns gucken. Und solange wir natürlich die Spiele nicht gewinnen, brauchen wir auch nicht auf die anderen Plätze gucken. Aber solange wir gewinnen, ja, und dann hoffen wir einfach mal, dass in den nächsten Spielen vielleicht auch mal ein Patzer drin ist. 2-1 zur Halbzeit. Fazit Halbzeit? Halbzeit war einfach, wir machen ein ordentliches Spiel, fangen richtig gut an, kriegen dann... ja, eigentlich mit einem super Diagonalball, wo sie dann hinter die Kette kommen, 1-0 gegen uns. Machen dann aber im Prinzip weiter, machen ja auch direkt die Antwort, glaube ich, 2 Minuten später schon das 1-1 und auch 2-1 gemacht und haben dann nur so die letzten 10 Minuten raus, wo dann wirklich auch ein bisschen hektischer bei uns wird und wir dann ja am Ende dann vielleicht Glück haben, dass dann die Halbzeit auch kommt, um es dann ein bisschen neu aufzustellen. Aber wir fangen dann eigentlich in der zweiten Halbzeit genauso irritiert wieder an. Ja, 3-1, dann kommt kurz danach 3-2. Ja. War die Mannschaft beim 3-1 schon den Gedanken, wir haben die Punkte? Ja, will ich jetzt keinem da unterstellen, ja. das ist klar. Aber vielleicht irgendwo im Hinterkopf, da machen wir uns einfach, ja, wir machen uns zu einfach, zu sagen, bei dem 3-1 da voll in die richtige Ordnung zu kommen, richtig, ich sag mal, auch hochkonzentriert dann defensiv zu arbeiten. Machen wir dann in den Situationen nicht und ja, mit dem 3-2 ist klar, dann wird es wieder hektisch. Dann kann man auch nicht alles verhindern. Zülpich wirft dann auch alles nach vorne. Ja, kriegen dann sogar noch ein 3-3 und ja, haben wir am Ende dann Gott sei Dank glückliche Händchen für uns. Defensiv und Torwart, sind das die Baustellen? Heute sagen wir so ein bisschen die Schwäche. Ja, ich meine, Baustellen eigentlich nicht. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir das auch defensiv machen können. Die Frage ist nur, und da ist es im Moment, glaube ich, so, dass wir es nicht über das ganze Spiel schaffen. Ne, wir haben wirklich gute Phasen gehabt, auch eine geordnete Phase. Ich erinnere in die ersten 30 Minuten von Zülpich bis auf das Tor. Da waren ja viele Bälle, die gekommen sind, die wir entweder durch gute Stellungsspiel, die unser Torwart abfangen konnte, oder der Ball ins Aus ging. Also da ist denen auch nicht viel eingefallen. Also wir können es, schaffen es halt nur nicht über diese gesamte Phase. Und das war letzte Woche gegen Mecha nicht leider so. Und heute auch. Nur heute hatten wir natürlich dann mit dem Presley Lubasa jemanden, der Gott sei Dank da vorne noch den kühlen Kopf hat und so ein Ding reinmacht. Ne?